神羅転生。Stage 1 wurde geklärt. Die Fechterin wurde geklickt. Wir haben es geschafft gemeinsam. Es ist uns gelungen, die Funkelkraft zu nutzen. Also ist der jetzt noch nicht wieder so, wie es vorher war. Ob das dieses leuchtende Symbol dort liegt? Die anderen Stück brauchen sicher auch unsere Hilfe. Komm, lass uns gleich mal nachsehen. Das heißt wohl... Das beste Leckereien. Das Cowgirl in der Wildnis. Das würde mich interessieren mit dem Ninja-Künstlerweg des Wassers. Was soll die 1 dort bedeuten? Gibt es mehrere Durchläufe oder wie? Ninja-Künstlerweg des Wassers. Okay. Da bin ich echt gespannt. Oh yeah. Alle klassischen Ninja-Geschichten beginnen in einem kleinen Dorf. Da geht es wohl nicht weiter. Sie haben das Dorf besetzt. Oh, die Sakura-Blüten. Sehr schön. Ein geheimer Weg wurde freigeschalten. Das Dorf braucht Hilfe. Ich hab dir... Aus der Seite. Nee, man kommt da nur vorbei. Wie hat sie... Gehörst du auch zu den Ninja? Nein, noch nicht. Noch nicht. Nein, nein, nein. Du bist doch gerade durch den Brunnen geschlüpft. Ich weiß, das ist doch sehr schön, dass man durch den Brunnen schlüpfen kann, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Stärke allein wird hier nicht ausreichen. Du hast hier nichts zu suchen. Ah, okay. Muss stets auf der Hut sein. Hier kommt niemand unentdeckt vorbei. Lass dich nicht entdecken. Ich habe genug trainiert. Na komm, du schaffst das schon, Ninja. Wer bist du? Ich bin einfach nur eine Prinzessin. Willst du zum ältesten Haus? Das war knapp. So. Die ganze Tribüne hat sich gedreht. Bist du hierher hineingekommen? Bist du vielleicht die Ninja-Legende? Nein, ich bin einfach nur eine Prinzessin. Eine stinknormale Prinzessin, die euch helfen will. Ist hier hinten noch irgendwas? Es ist echt cool, so eine Mischung aus Theaterstück und Aufführung und Kampfgeschichte. Das ist irgendwie mega cool. Hm, wie hast du den Weg hergefunden? Vielleicht kannst du uns helfen. So, gib mir deine Münzen. Oh ja. 72 Münzen. Ach, das da hinten sind dann die Ninja-Kräfte, oder wie? Ninja-Kräfte activated. Ich werde zu Kunoichi Beach. Ninja Peach. Kunoichi Peach ist eigentlich korrekter.
Next Level Sheet. Oh ja. Yeah. Kann ich über Wasser laufen? Oh ja, kann ich. Springen mit Hilfe von A zwischen zwei Wänden hin und her und weiter nach oben zu gelangen. Oh, ich habe den Walljump. Mario wäre so stolz auf mich. Oh ja. Buh. Gegnerin oder Verbündeter? So. Schleiche ich durch das Gras immer an einen Gegner heran und schlage ihn dann mit Hilfe von B zu. Sehr schön, der Schnitt. So. Was war denn da gerade hergegangen? So, alles zurück. Ja, sehr schön. So. Irgendwie muss ich da hochkommen. Kann noch einen Ninja Run nach oben? Oh, warte mal, hier kann ich irgendwas machen. Kann ich posieren? Special Posierung. Oh ja. Yeah. Zack, 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 zack. Und posieren. Schala. Und ich bin wieder da. Ich hatte dich, werde zur Wand. Ich habe euch alle befreit. Ne, nichts wie groß. Seid was von dort dauern viele Feinde. Oh Gott. Oh. Irgendwie muss ich da noch hoch. Aber du standest doch gerade da so schön drauf. Warum geht das nicht mehr? Weil hier oben ist so ein Sternchen. Da will ich auch hin. Hm. So. Sehr schön. Ah. Sehr schön. Aber ich gehe noch nicht da lang weiter. Aber ich musste hier lang weiter. Was ein Scheiß. Ich wollte doch noch die Sternmünze holen. So. Gut. Okay. Okay, einfach rausspringen wird nichts. Quatsch, ich wollte B drücken. Für einen Attack aus dem Wasser. Kann ich auch.
Sehr schön. Sehr schön. Blöde Petze, habe ich dich endlich. Konzentration. Sie sind in den Schriftrollen her. Die Schriftrollen gehören mir. Er darf nicht hinkommen. Ist nix. Er wird auch nicht hinkommen. Meister. Alter Mann. Sehr schön. So. Oh ja. Nein, nein, das ist doch Bullshit. Das war ein verschenkter Stern. Egal, kann man ja nochmal wiederholen irgendwann. So. Zwei Sterne verpasst. Ja. Okay. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen, dieses Level. Ah, das ist cool, das Wellensurfen. Sehr schön, und der Schnitt gehört ihm. Die letzten beiden habe ich immer noch. Na, das musst du mal auf jeden Fall nochmal machen. Scheiße. Das ist echt cool, Ninja-like. Fortsetzung folgt. Okay, das war irgendwie kürzer als gedacht. Das erste geht ja als einzelnes Level, aber dies. Stage wurde geklärt. Ich frage mich immer noch, was mit dieser 1 auf sich hat und warum sammelt man jetzt Geld und alles? Hm, vielleicht weiß ich nicht, was ich geht. Kennst du das Herz-Amulett? Es ist beliebt bei Neulingen. Sehr beliebt bei Neulingen. Text 1 verliebt das C3 Bonusherzen. Also, was meinst du? Möchtest du ein Herz-Amulett? Ja, komm mal. Kannst du auf den Arm mich nehmen, wenn du es nicht brauchst. Nee. Dann, ich hoffe, dass es dir gute Dienste leistet. Bonussätze sind immer ganz gut. Die Treppe ist gesperrt. Ja, und dieser Theater ist ziemlich gruselig. Ah, Kundschaft. Das ist nicht für unser wundervollen Kleider. Wir akzeptieren Münzen. Für dich haben wir eine schöne Scheife. Stella, seht euch doch mal um. Hm. Machen wir mal erstmal für Peach. Naja. Davon holt mich jetzt nichts wirklich ab. Na, das ist ganz in Ordnung. Weiß das nicht, ein Standard-Outfit. Und Farbverlauf ist auch ganz in Ordnung. Okay, das kann man. Das hole ich mir mal. Ah, komm. Und für Stella. Hm. Das ist voll der gute Kontrast mit Schwarz und Gelb, ja. Blau ist da nicht bei anzupassen, Rot auch nicht. Aber Schwarz und Gelb, das hat schon was. Sieht irgendwie richtig cool aus. Okay. Dafür sammelt man also die Blumen. Die Münzen. Die oberen Etagen sind nicht zugänglich. Oh. Ach, deswegen eins. Ah, so. Es gibt 4 Etagen.
4 Level und dann kommt der Boss und dann muss man hoch in die höheren Etagen. Und dann kommt der nächste, kommt die nächste Stage. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Gar nicht so schlecht, dann kann man das doch alles in einem Bad machen. Ja, dann würde ich sagen, war's das für den ersten Part mit Let's Play Peach Showtime. Nein, ich will das jetzt aber immer noch nicht zurückgeben. Mit Peach Showtime. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.